Jo, guten Morgen, willkommen zurück zu Wolfenhain. Es geht direkt los, ohne Unterbrechung, ohne Pause, ohne... Naja, nicht ganz ohne dummes Geschwafel, aber wir suchen... Kämpfen wir nochmal gegen die? Oh, kämpfen wir? Das können wir während des Kampfes überlegen, ob wir nochmal gegen die kämpfen und was war gegen die effektiv. Die sollte vielleicht lieber Zauber machen. Ach ja, richtig, die beklauen uns ja. Elendige Diebe! Das ist mein Job! Moment. Hoch. Das fängt schon mal gut an. Unglaublich, ich kann es kaum in Worte fassen. Die klauen uns, diese Miststücke. Ihr Miststücke, ihr Frauen. Ihr bärtigen Frauen. Käfer auch, ne? Jetzt habe ich 20 und 40 Gold zurückgeklaut. Ach, und ich greife dir an. Gott. Warum bin ich so schlau? Warum? Ach, ich kann's. Warum klaue ich dir nicht? Ach. Meine Brillanz ist kaum in Worte zu drücken. Da, töte den mal. Oder auch nicht. Ach, und ich greife. Alter! Es geht halt so weit, ne? So geht es halt nicht weiter. Ja, ich kriege ja die Kohlen wieder, ne? Wenn ich die besiege. Aber nur dann. Na, das schaffe ich ja. Ha! Gott, war das einfach. Bei den Göttern war das einfach. Blablabla, 18 Minuten wieder ab. Yeah, apropos, wie lange brauchst du das nächste Level? Dauert noch ein bisschen Sex. Warum sind da wieder Eichhörnchen? Hat ihr euch nicht mitgenommen? Wurde in ein Loch gesteckt? Ihr war's so. Warum seid ihr jetzt wieder da? Wie seid ihr rausgekommen? Wer hat euch freigelassen? Verdammt. Egal. Wir gehen mal weiter. Mit. Was? Ihr glaubt! Hab ich das? Hab ich das? So, ja doch, da habe ich schon mal mit geredet. Diese komische Schleim, warum habe ich dauernd so ein Bildschirm flimmern? Hoffentlich sind die im Video nicht. Theoretisch sollen die. Ach, der schon wieder. Ja, ist die Gewalttrampel! Was zur Hölle, was soll ich mit dem machen? Ich meine, aufs Maul hauen. In den Bach werfen. In den Sack drum binden. Sack. Einer aufs Maul hauen, Sack drum binden in den Meer werfen. Meer. Das ist schon wieder der. Der, ach, die sehen alle gleich aus. Das sind alles Brüder hier, ne? Das ist der Ahmed und seine Brüder, wisst. Ach nee, die heißen alle Klaus in Polen. Und ich greife schon wieder normal mit dir an. Ich bin so unglaublich schlau. Ich kann es kaum in Worte beschreiben. Aber egal, den Ahmed und seinen Bruder, den kriegen wir schon platt, ne? Ahmed und Ahmed, die kennt doch jeder, die beiden Brüder. Darf ich mal weiter blättern? Heiler mal hier, ne? Ja, und krieg gleich wieder einen aufs Maul. Frauen muss man einfach ständig einen aufs Maul hauen, dann geht es schon. Ach, komm! Ach, ich lass es bleiben. Ich treffe es ja scheinbar eh nicht. Und ich hätte sie noch mal heilen können. Heilung ist überbewertet. Braucht man nicht. Vor allem in den Rollenspielen. Aber noch weniger in richtigen Spielen. Rollenspiele sind ja keine richtigen Spiele. Und tschüss. Mit eurem. Da ist ein Pixelfehler auf dem Schwert. Sieht man das? Oder soll das so sein? Der eine dieser Pixel ist nicht weiß. Von dieser rechten weißen Linie. Ja, warum fällt mir das jetzt auf? Weil es total aus dem Bild stört. Total. Total. Also wirklich, das Spiel wird dadurch unspielbar. Echt, ey. Voll der Bug hier, ne? Kackspiel, ey. Das ist ein Pixel falsch, ja? Was für ein Noob ist denn das? Ja, 20 Goldmünzen, die mir schon gehört haben. Verdammt. Das ist ein Rollenspiel, hier sollte ich Zeug klauen, nicht andere. Dann heilen wir die mal hoch. Ach komm, was soll der Geiz? Den heilen auch mal ein bisschen. Wir haben's doch. Ist ja nicht wie bei armen Leuten, ne? Oh, ich rede dich mal von der Seite an. Und, Moment,
irgendwo hier habe ich den Notizzettel. Ah, da steht er ja. Mit einigen IP-Adressen, yeah, die nicht mehr gültig sind. Egal. Gut, los geht's. Mach auf. Ha, so ist es. Ein Ausstieg! Das aus dem Zell schlägt! Schlägt. Was wollt ihr? Schlägt. 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 Beim Güldenen. Was ist da für ein Wunderwald? Ist hier gerade Dämonenspuk am Werk? Ja, ha! Da reißt ihr Küken die Augen auf! Was? So, das habt ihr in euren jungen Leben noch nie gesehen! Er nun wieder. Großes Maul und enge Stirn! Wenn ihr zusammenlegt, seid ihr im Durchschnitt fast so etwas Ähnliches wie normal. Genial. Wie kommt ihr an dem Wasser voll vorbei? Felswand hüpfen. Wenn Steinvorsprünge sehr eng beieinander stehen, kann man ihnen auf- und nieder hüpfen. Wende dich mit dem Gesicht einem Vorsprung zu und drücke dann nah rauf. Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten, je nachdem, ob du hoch oder runter springen möchtest. Ich habe aber nicht so breite Pfeile auf meiner Tastatur. Gott, war der gut. Da haben jetzt alle gelacht. Das war ein echter Atomwitz. Die Japaner strahlen jetzt noch. Sieh an! Die Räuberhöhle! Das gibt's doch nicht! Unser Versteck! Wie habt ihr? Na, das Geheimnis nehmt ihr mit ins Grab! Jetzt sogar mit stylischen Stepp-Animationen. Komm ich jetzt auf Stepp-Animation, was ist angehört? Da lohnt sich ja scheinbar ernsthaft nicht, euch auszurauben, da hier eh nur 20 Gold kriegt, wenn ich überhaupt was krieg. Und sie beklauen mich! Sie wollen verhindern, dass ich ihr Geheimnis verrate und beklauen mich! Was ist das? Warum hat der einen Goldzahn? Ach, fahr zur Hölle. Ich meine, das ist doch schwachsinnig! Warum greifen sie mich nicht erst an? Und töten mich und schänden danach meine Leichen. Bestehlen danach meine Leichen. Kann man Leichen bestehlen? Vielleicht, wenn sie noch lebt, ne? Eine lebende, tote Leiche. Gott, und ich schlage wieder normal mit ihr drauf. Bin ich so schlau? Gott, mit mir kann man sich einfach nicht messen heute. Das geht einfach nicht. Yeah, ich hab 20 Gold. Schön mir. Yeah, ich kann auch klauen, ne? Ich gehe einfach hin und lang in eine Hosentasche. Total auffällig. Oh, ich soll vielleicht den Text lesen, da stand was. Fick dich. Hey! Der haut einfach ab, ich glaub's ja wohl nicht. Lasst uns dem restlichen Gesindel den Gar ausmachen. Mit Feuer und Schwert. Vor allem mit Feuer. Feuer, Feuer! Alarm, Alarm! Was soll ich tun? Ach ja! Oh oh. Oh. 1, 2, 3, zu viele! Du kleiner Hans, genau! Was für ein furchtbarer Name! Du! Mach dich bereit für die nächste Tag Prügel! Wer ist das jetzt? Räuberhauptmann. Ah, wir haben Besuch! Willkommen im Wald der Freien, im Unterschlupf der Gejagten, Verfemchen! Also, das Wort kenne ich jetzt nicht. Der kann nicht einfach Wörter hier einbauen, die ich nicht kenne. Das widerspricht doch dem Gesetz, oder? Und wieder, Borstigen! Hier ist die Heimat der Stolzen, die die Früchte ihrer Arbeit nicht dem gierigen Vogt in den Rachen werfen. Frecher Aufrührer, du prahlst auch nur mit deinen Schandtaten. Ah, ihr habt auch einen richtigen Büttel dabei. Ein dieser Lumpen, die einem alten Mütterchen auf den letzten Groschen abpressen, um sich und ihresgleichen zu mästen. Und alles im Namen der Gerechtigkeit. Pah! Bist du nur neidisch, dass du nicht mitmachen darfst? Bist du fertig? Ich fange gerade erst an. Haha! Hui! Los, Männer! Zeigen wir ihnen, wofür wir kämpfen! Oh Gott, was kommt jetzt? Oh, scheiße! Im Wald der Räuber steht unser Haus. Den reichen Geldsack rauben wir aus. Dann kaufen wir Alkohol ein. Das Leben der Räuber, das ist fein. Genial. Und kommt ein Büttel der Obrigkeit und wählen herum mit einem Steuerbescheid. Dann nehmen wir uns zur Brust. Das reibe Leben ist eine Lust. Wie genial ist das denn? Doch bei einem Arm gilt unser Gebot, von ihm zu nehmen die schlimmste Not. Dem geben wir von der Beute. Hehe, ist genug da, das tut doch nicht weh. Was zur Hölle? Okay.
Los, Räuber! Du hast dich lange genug aus dem Tänzchen rausgehalten! Nichts lieber als das, meine kecke Schöne! Schluss mit dem Treiben! Dieser Lumpen treten jeden Tag die Ehrbarkeit mit den Füßen und du tanzt doch mit ihnen, Erwälder? Es ist eine Schande! Sie hätten längst gestraft zu unseren Füßen liegen sollen! Und vergiss nicht, das Gold, das dir lockt, wenn du endlich daran gehst, diese Brutstätte auszuräuchern. Die Belohnung! Aber ja! So ist das also. Für ein paar schnöde Münzen habt ihr euch den Aussaugern verdient. Was heißt ihr? Nur für ein paar! Viele kommen in den Wald, nicht alle kehren zurück. Aber wie könnte ich mein Schwert gegen den Liebreiz in eure Mitte erheben? Hört, ich mache euch ein Angebot, wie es nur wenige bisher zuteil wurden. Ich zahle für euer Schweigen und werde euch nichts antun und ihr werdet kein Sterbenswort über unser Steck verlieren. Sei es uns! Abgemacht! Her mit Gold! Halte mich nicht für einen Idioten! Ich verlange eine Sicherheit, dass du nicht einfach doppelt abkassierst! Verdammt! Für wen hält er uns? Mistkerl. Ich verspreche es dir! In die Hand! So, das wird geklärt! Kommen wir zur Bezahlung! Gut, meine Stimme passt überhaupt nicht zusammen. Lachen, aber egal. Ja, genau. Die Welt ist ein heiterer Ort, der nur von ehrlichen Seelen bewohnt wird. Ja, was sonst? Habt ihr einen Unehrlichen getroffen? Ich kenne keinen. Außer Dämon. Nein, Freundchen. Dein gestrenger Begleiter ist bei all seinen Macht... bei all seinen Nachteilen doch von Wert. Ein Paladin glaubt an ein gegebenes Wort und heiligt den Eid. Lasst ihn schwören und der Handel gilt. Und du zahlst mir Gold, wenn wir dich verschonen! Du kannst mich unmöglich für so einen Handel bürgen lassen, Erwählter. Was mache ich jetzt? Du bist auf einem heiligen Zug. Du kannst nicht einfach... Ich glaube, ich weiß, was ich gerade... Hallo, Beckern! Du siehst es doch! Der Schwur, Paladin. Ohne Eid kein Geschäft. Verlange das nicht von mir, Gisulf. Babbelarab! Wie sagst du das so schön? Ich bin der Wälder, also sag ich, wo es lang geht! Dein Eid, Brunn! Schwöre, dass die Abmachung gilt! Der Güldene selbst hat dich zum Erwählten bestimmt. Es muss also einer höheren Fügung dienen. Wir rühren keine unserer Gruppe, eurer Gruppe an. Der Standort der Höhle wird nicht verraten. Da schwöre ich auf die siebte Litanei der gerechten Gebote, die da lautet, oh Gott. Treue zum Herzen führt nur über den redlichen Mund. Ich hatte eigentlich etwas Pompöseres erwartet, aber gut, das reicht mir auch. Ihr dürft euch fortan frei im Wald bewegen, keiner Räuber wird mehr Hand an euch legen. Unsere Höhle sucht auf, so oft ihr lustig seid, vor allem, wenn ihr sie dabei habt. Und das Gold! Ich hatte gehofft, du wirst diese Kleinigkeit bereits vergessen haben. Stimmst du? Suche dir unsere Schatzkammer einen Anteil aus, Gisulf. Bist du nun zufrieden? Ich habe Freiwahl! Und ob ich zufrieden bin! Also gut, Räuber. Führen wir unser Außenseiterleben weiter und seid mir nett zu unseren Gästen. Das ist deine bisher schlimmste Verfehlung. Hüte dich. Ach, heul doch. Lauf doch zu Mami. Okay, da ist Gold drunter. Ja, ich wusste es. Das war so offensichtlich. Da braucht man ganz schön Puste für. Pass mal auf. Na? Hör auf, um Alarmsystem herumzuspielen, Trottel. Hast man mal wieder von seiner Hilfsbereitschaft. Ist gemütlich? So von oben herab? Und wie? Darum habe ich den Chefstein ja auch hier herauf schaffen lassen. Da hatte einer ganz schön zu buckeln. Und es gibt gar nichts, das ich veranlassen könnte, aber nicht deinen Stein zu versteigen. Oh Gott, mein Steinfleiß ist so gut wie nie, wenn ich hier... Rauf warten wir noch. Das ist... Ja, ja, so ist der. Der Hauptmann lässt nichts anbrennen. Dann wären wir also unter uns. Endlich. Soll ich noch eine Tracht mit dem Stein verpassen? Nein, diesmal mit dem Bogen. Ich meine, mit dem Bogen bin ich unschlagbar. Fast so gut wie der Hauptmann. Also, wagst du ein Duell oder kneifst du? Du sprichst ja mit einem der waschechtesten Abenteurer im Kreis von...
Nein, ist schon ein ganz schön großer Umkreis. Gott. Ich die Antwort der Lektion erteilen soll, bin ich bereit. Ha, du tollest jetzt wirklich auf einen Bogenschusswettkampf mit mir ein? Hier entlang, unsere geheime und sehr schön gewordene Bogenschussanlage wartet. Ja, geheime. Da hat wohl jemand keinen Übergang bauen wollen, wa? Wir sind da, ja. Endlich kommt einmal jemand vorbei. Ich hatte schon gedacht, wir hätten die Anlage sogar für uns geheim angelegt. Für uns zu geheim angelegt. Ach, schwarz nicht um! Wir haben etwas zu erledigen! Und komm da hinten lieber weg! Gleich prasseln Pfeile! Ohne mich passiert hier rein gar nichts, unwirscher Knallkopf. Ich werde den Sieger bestimmen. Ich glaube, mir hören sich fast alle Nebenstimmen gleich an, aber egal. Ist es zu spät, dir noch zu schmeicheln? Schluss mit dem Geschwätz. Als Herausforderer beginne ich. Oh la la. Ja, voll daneben gesetzt. Mal einen Schluck trinken. Tja, wackeln darf man nicht! Was muss ich da jetzt machen? Besser! Oh, lass dich von mir nicht aus der Ruhe bringen! Boah! Ah, bist du von Sinn? Auf das Runde und damit mache ich nicht meinen Bauch! 7 Schüsse, 4 Treffer. Keine üble Kohle bei der Entfernung, kleiner Hans. Das erinnert mich jetzt an Ballerburg. Da gab es doch den langen Hans, oder? Egal. Nun zeig, ob du es besser verstehst. Wart's ab! Ein wenig guter Schütze hält den Bogen samt Pfeil ganz ruhig. Gieso hingegen wird gleich ein wenig wackeln. Schieße den Pfeil dann ab, Ende, wenn er auf einer Linie mit dem Ziel ist. Sonst geht er vorbei. Ja, so zum Beispiel. Wird er auch langsamer? Oh Gott. Pass auf, wo du hinzielst. Oh Gott. 4 hat der andere geschafft, ja? Oh Gott, ich bin so gut. Wie ich perfekt daneben treffe, macht mir das. Oh. Bist du geworden, halt aufs Ziel mit. Kannst du den Pfeil nicht ruhiger halten? Hast du eine Ahnung, wie straff der Bogen gespannt ist? Wir schauen jetzt schon die Arme. Ach du Scheiße. Wie ich immer wieder Ziel treffe, zielsicherer hintreffe. Ich zähle 0 Treffer. Gon, haha, na wie schmeckt das, an den Grenzen geführt zu werden? Wenigstens weiß ich jetzt, wie du dich ansonsten fühlst. Komm, Verlierer, da lang geht's zurück. Kann ich das nochmal machen? Ich will das nochmal machen. Oh nein. Was ist mit deiner U-Spitze? Auch Valdrada inzwischen eine weitere Erfahrung gesammelt und hält 100 Erfahrungspunkte. Also so geht es nun mal gar nicht. Was steht hier und glotzt? Ihr habt doch wohl die ganze Zeit mit deinem Geburtstag herumgestanden. Pa, ich will dir sagen, was wir inzwischen taten. Lieber nicht, ich fand schon die Einleitung ermüdend. Flatterhaftes Ding. Ja, das geht nicht. Also, dass ich hier gar nichts treffe, also... Ja. Okay, jetzt kommt nochmal das spannende Gespräch. Und der spannende Kampf? Warum habe ich nochmal geladen? Notiz an mich. Das nächste Mal davor speichern und nicht einfach weiterspielen. Ich schlauer Hund. Ja, aber weil es so toll war, gucken wir uns alles nochmal an. Und da ist immer auch diese... Egal. Es war unglaublich spannend, von daher. Können wir uns diesen äußerst spannenden Kampf, den ich fast nicht gewinnen kann, nochmal anschauen und... Ja, ich kenne das Ende vielleicht schon, ne? Also, ich glaube, er stirbt jetzt erstmal der eine und dann stirbt der andere, ne? Also, jetzt stirbt der eine, ne? Mit einem kritischen Treffer, ja, warum nicht? Kriegt man immer, wenn man ihn nicht mehr braucht. Ist doch in allen Rollenspielen so, oder? Okay. Ja, ja, ja. Komm, komm. Ladet! Jetzt das. Ich könnte auch die Aufnahme pausieren, nur dann müsstet ihr das nicht mehr schauen. Obwohl, es wäre langweilig. Ich weiß doch, dass ihr das nochmal anschauen wollt. Ich weiß es einfach. Ich finde es doch genauso super wie ich, dass ich das gespeichert habe. Ha, und diesmal habe ich ihn getötet. Ha. Und halt mehr Geld und Erfahrung. Ja, ja, bla bla.
Und das sind sie wieder, die lustigen Heinzelmännchen. Und verdammt, wo haben wir den kleinen Hans schon mal getroffen? Boah, ich merke mir so Zeug immer überhaupt nicht. So Namen sind überhaupt nicht mein Ding. Das ist echt ziemlich schwer. Also Namen, die merke ich mir meist erst noch ein paar Mal hören, sonst wird es gar nichts. Also bei mir überhaupt nicht. Null Namensgedächtnis. Und ich stelle fest, ihre Stimme passt auch überhaupt nicht zum Lachen. Seine auch nicht wirklich. Egal. Bei mir passt eh nicht zusammen. Das ist ja völlig unsinnig. Okay. Ja, bla bla bla. Bla 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 bla. Das kennen wir alle schon. Gott, ich wünsche mir so einen Dialog überspringen Knopf, weil ich alle schon kenne. Warum gibt's sowas nicht? Ja, genau. Ja, bla bla. Boah. Soll ich mir erstmal nicht aufgefallen, es ist so viel. Wir hätten sie jetzt auch mal ausräuchern können, ne? Ja, danach machen wir das Ganze nochmal. Wir laden es nochmal und laufen nochmal durch, weil es so spannend war. Ja, ich habe auch irgendwie mehr erwartet bei der siebten Litanei. Hat wahrscheinlich keine Lust mehr, noch weiterzuschreiben nach der sechsten oder so. Und gut. Ja, bla 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 bla. Wenn ich so auf die Wiese sitze, komme ich immer ins Träumen. Seht nur die Wolken. Sieht die eine nicht haargenauso wie ein abgeschlagener Kopf aus. Die dort wirkt wie ein gut gefüllter Sack Beute.